Hallo. Ich bin auf meinem Abendspaziergang. Hier ist es schon kühl, angenehm nach der Hitze des Tages und nach diesem Gewitter. Ist richtig schön. Also hier einfach mal so ein bisschen die Beine zu vertreten. Ich habe sehr viel Schreibtischarbeit heute gemacht, den ganzen Tag von morgens bis abends. Bin sehr weit gekommen, bin sehr zufrieden, dass ich meinen Vortrag jetzt fast hundertprozentig fertig habe für den Deutschen Astrologenverband. Der wird ganz toll. Ich bin ganz happy und ich habe hohe Ansprüche an mich selber und ich glaube, ich kann zufrieden sein. Das wird schön. Und ich habe auch jetzt schon mit dem Techniker gesprochen. Also es scheint, dass das alles funktionieren wird. Und ich freue mich total drauf. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich bin im Augenblick heiter. Heiter, weil ich das Gefühl habe, dass sich alles im Besten entwickelt und ich mich nicht mehr in irgendeine Angst begebe. Also ich bin in der Kraft, ich bin in der Fülle, ich bin in einer absolut guten Verfassung, um Neues zu beginnen. Ich ziehe sehr nette neue Menschen an. Also es passieren Dinge in meinem Leben, die gut sind. Ich fühle mich echt stark und gekräftigt nach einer langen, schweren Zeit. Die Astrologiegruppe startet jetzt. Es sind ganz tolle Menschen, die da mitmachen. Ich habe ein paar neue Klienten, ein paar alte kommen wieder. Es macht alles unglaublich viel Freude. Das ist jetzt so eine Situation, wo ich spüre, die Welle geht aufwärts. Und ich habe ein paar schöne Aufstellungen gemacht, auch in den letzten Tagen, die sehr tiefgehend waren und sehr tiefgreifend. Ich bekomme gute Feedbacks von den Menschen, mit denen ich arbeite. Also die sind zufrieden und sie kommen weiter. Und so soll es ja sein. Ja, irgendwie geht die Sache jetzt aufwärts. Und ich muss sagen, ich habe so einen eigenen Rhythmus jetzt gefunden. Also ich arbeite sehr viel jetzt gerade und gehe immer wieder zwischendurch spazieren. Und diese Spaziergänge, die tun mir total gut. Manchmal ist das nur eine halbe Stunde oder so, aber es ist so Beine vertreten, ja. Und dann tut es unglaublich gut, hier auf der Wiese so Weitblick zu haben. Hier ist ja nichts. Guckt euch das mal an. Also es ist einfach weit und Raum und das tut unglaublich gut. Und dann die Mohnblumen, die Kornblumen, das Gras hier, die Felder, das ist einfach ja, nährend. Nährend im besten Sinne des Wortes. Und ich glaube, dass ich ein sehr gesundes Verhältnis auch zu meinem Körper jetzt bekommen habe in den letzten Jahren. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper. Es hat sich auch da schwer was verändert im Laufe der Zeit. Ich habe eine Kraft in mir, die so vehement da ist. Ich bin da und ich lasse mich auch nicht mehr klein machen. Und das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Und ich denke, das kann noch viele Jahre so weitergehen. Ich wünsche euch, was wünsche ich euch? Auch so einen schönen Abend. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen Grün um euch habt. Also ich bin ja manchmal sehr unzufrieden mit meiner Wohnung hier, aber wenn ich dann wieder rausgehe und denke, das hast du doch in der Stadt alles nicht, diese wunderschönen Sofortspaziergänge, die du hier machen kannst, dann möchte ich einfach hier bleiben, wenn ich das so erlebe. Ich wünsche euch was. Alles Liebe.